stay in attack formation. So. Dienstagabend Update-Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Absturztakt Star Wars Battlefront. Ewigkeiten nichts mehr von gehört, doch jetzt kam der Todesstern. Und gleich mal mit 10 neuen verfügbaren Objekten. Uwe ist mit am Start. Uwe, hast du was Neues? Doch. Es gibt neue Hattenaufträge. Von Jabba. Und natürlich der Todesstern. Ich sehe hier schon schwerer TL-50 Mehrlader. Ein Repetierblaster, den wir nicht haben. Ich sehe, das nächste Erweiterungspack Dezember ist der Rogue One Scarif. Geil. Passend zum Film, denke ich mal. Passend zum Film, ne? Ich will jetzt hier den, wo ist denn der? Ich will den jetzt hier mal freischalten. Chirurg, Vollstrecker. Für was brauche ich denn? Was brauche ich denn dafür hier? Das ist Pistolero. Ja, hier unten. Also übelst viele neue Hattenaufträge auch. Ich bin bei den alten noch gar nicht weiter, weil wir haben ja aufgehört mit Spielen. Chirurg, dunkler Vollstrecker. Hier ist er. Schwerer TL-50. Den will ich haben. Alles klar. 20 Kills als imperialer Soldat, 75 Kills mit schweren Blastern und gewinne eine Runde im Kampfstation-Spielmodus des Todesstern-DLC. Uwe, würde ich doch sagen, machen wir doch, ne? Na klar, machen wir mal Todesstern los hier. Achso, warte, ich muss noch. Ich hab dir meine Partnereinladung gesendet. Mein Guter! Okay, lad mich erstmal ein, lad erstmal rein und dann gehe ich live. Ja, alles klar. Also, wir übertragen das Ganze auch wieder live auf Twitch. So. Multiplayer. Testwochenende wollten wir gar nicht. Und wir gehen hier auf den Todesstern. Oh, Rogue One Scarif. Da freue ich mich drauf. Wir gehen ja auch ins Kino, ne? Na sicher. Die Karten sind schon vorgestellt. Ne? So, ich habe ein Spiel gefunden. Jawohl, bist du drin. So, ja. Sehr geil. Schwerer Blaster ist da der T21B zum Beispiel, ne? Oh, Uwe Todesstern. Also es gibt drei Modi. Gefecht. Jägerstaffel, wie gerade, und dann noch einen ganz neuen. Da müssen wir die Rebellen abhalten, bis den Todesstern zu stören. Geil. Geil. Jetzt geht's los. Ist auch das erste Mal, dass wir Jägerstaffel aufnehmen. Ich ja mal hier, sag doch mal was, ich muss doch mal online gehen. Ach, du musst mal online gehen, Uwe. Wie weißt du, was ich meine hier auf Twitch? Na, auf Twitch. Twitch TV. Ja, da findet ihr uns übrigens unter DarkUwe77 oder Absturz Auerbach, klein und zusammengeschrieben. Und da könnt ihr uns auch verfolgen, ihr alten Stalker. So. Ehrlich gesagt, ich habe schon gar keine Ahnung mehr, wie das Ganze funktioniert, Uwe. Ja, ich auch nicht. Alles klar, na, dann sind wir ja bereit, ne? Kann's ja losgehen. Geht ja nicht los. Löcher. So, Beitritt läuft. Ah, jetzt. Okay. So, ich nehme einen X-Wing. Was soll der Geiz? Ich kann es eh nicht mehr. Oje, ich echt. Oh, wir liegen schon in Führung. War es wahrscheinlich gleich. Ne? Boah. Boah. Halt die Esse fest. So, komm her. Ey, das ist mein Kill. Aber ich hab einen. Das war mein Kill. Hast du. Ja, ich hätte auch beinahe einen gehabt. Schnapp mir mal den hier hin. So. Ist der down? Ja, der ist down. So, wo haben wir noch einen? Da war einer. Starkes Team haben wir. Muss ich mal sagen. So. Uah. Die Geschütztürme sind auch, ne? Gefährlich? Ja, das kannst du nicht dagegen rauschen hier. So, ich dachte, ich schießen. Nee, noch nicht. Ha. So, an dem bleibe ich mal dran. Zack. Läuft, Uwe. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, Rogue 2. Ja, ja, ich halte euch den Rücken frei, meine Freunde. Ach, schön.
Roter Oktober bereit. da ist irgendwas hinter mir. Da. So, Fahrzeug mal ein bisschen beschädigt. Da bleibt man natürlich dran an dem jungen Hüpfer hier. Ach, mich hat einer. Ah, der ist auch weg. X-Wing lässt sich gut fliegen, also ehrlich. Nee, One ist auch dabei. Ja? So, ich fliege jetzt mal durch den Graben, dass wir mal ein bisschen was zeigen hier, ne? So, also das ist hier der Todesstern. Das ist auch noch das einfachste. Simpelste. Ich bin dann gespannt, wenn es ins Gefecht geht. Das ist Innere. Ja, bin ich auch tierisch gespannt drauf. So, na komm. Zack, Alter. Ich konnte gerade irgendwas auswählen, es hieß Flügelmann, aber ich habe es nur rechtzeitig geschafft. Mein Wingman! Ist mein Wingman? Ah. Finde ich schön, wenn du schon zum Mühe Flugwesen verwendest. Ne? So. Also wir müssen hier bald gewinnen. Boah, alter Schwede. Ja, heftig. Slave One? Ist hier am Start oder was ist denn das? Diesel. Der hier will ausweichen. Wir im Graben. Zack, Alter. Zack, Alter. Ewig nicht gespielt, aber ich komme gut rein ins Match. Zack, Alter. Ah, ich habe mich gerecht. Ich habe den vernichtet, der mich vorhin zerstört hatte. So, meine Freunde. Jetzt bin ich. Swingman? Oh, ich werde erwischt. Wer war das? Der hier? So. Weil ich mal ein bisschen geschickter aus hier. Zack. Nehmen wir ein bisschen ein paar Leute hier mitnehmen, ne? Nee, du entkommst mir nicht, mein Freund. Ach, wir haben gewonnen, Uwe. Sehr geil. Ja, guck mal. Doch, das ist die Uwe. Guck mal, ich bin der letzte Müll, bin ich. Ey, komm, eine KD von 12 zu 1, ja? Uwe. Na? War noch nicht mal schlecht. Kann man eigentlich schon mal den ersten Daumen hoch erwarten. So, also die Jägerstaffel haben wir mal gezeigt. Schöne Oberfläche. Schauen, was als nächstes kommt. Grafisch bin ich total beeindruckt. Also, wie die den Todesstern jetzt dargestellt haben. Loppen mal auf drinnen. Ja, ich hab's auch, also vom Außen habe ich es auch ungefähr so erwartet. Dass die sich richtig Mühe geben. Es hat lange genug gedauert. Und ich bin vor allem gespannt auf Chewbacca. Mach mir eben. Oh, Chewie. Das ist möchtest du schon bitte was erwarten? Ja. Ja, mega. Also, bis jetzt bin ich echt beeindruckt. Ja. Finde ich cool. Mal gespannt. Also, wenn jetzt das Rückmatch kommt. Nee, kommt's nicht. Kampfstation. Jetzt geht's rein, Uwe. So, ne? Ach, fällt mir gerade das ein. Ich guck gleich mal. Guck mal, die. Oh, ja, der wird Ferry. Geh mal auf. Bist du schon drin im Spiel? Es gibt. Es gibt neue Auswahl zum Sturmtruppler und so, also zu den Kriegern allgemein. Oh, was ist denn hier? Wir müssen ja nochmal Teiljäger und Teilabfangjäger, hä? Ach, scheiße, jetzt geht's richtig los. Zeit, fuck. Dass wir die Rebellen abhalten. Ganz genau. Ich nehme einen Abfangjäger, ne? Ja, das nehme ich da. Vor lauter Schreck. Ach, wie mega. Uwe, guck dir das an. Endlich eine Raumschlacht. Wie beim neuen Call of Duty. Eher wie beim alten Star Wars Battlefront. Ja. Geil. Boah, ich muss hier echt aufpassen, dass ich hier nirgendwo dagegen fliege, ne? So, ich hoffe, wir haben ein tolles Team. Da kommt einer. Das ist eine rechte Raumschlacht, ja. Ja. Geil. So. Dip, 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 dip.
Dich kriege ich, mein Freund. Ja, Mann! Rot 3 bereit. Ach nee, ist ja Rebellion, ne? Bams, den habe ich mitgenommen noch. Ich habe. Ja? Das heißt, die Leiste da oben. Die Heiligung. Wir haben, glaube ich, einen haben wir zerstört, oder? Y-Wings im Anflug, oh fuck. Die haben irgendwas, haben sie geschafft. Und zu zerstören. Die ja? Anzahl von Jägern. Okay. Die Y-Wing von jetzt. Die müssen wir zerstören wahrscheinlich. Okay, dann machen wir das. Uwe, suchen wir uns die mal raus. Wo sind sie? Hier unten bist du, der gelbe Punkt, also ist der Uwe. Vielleicht gibt es den Modus mit Raumschlacht auch im anderen. Wäre ja mega. Oh, nein, ich werde erwischt. Ich will den auch noch mitnehmen hier. Und das hier, der Millennium Falcon. Boah, ich muss hier erstmal kurz raus. Nur Bagatolle Stern. Ich hab Millennium Falcon erstmal kurz zerstört. Sehr gut. Ich wollte ja gerade einen abschießen, der hat sich dann lieber selber umgebracht, als gekillt zu werden. Oh, schade, jetzt kam einer von hinten. Jäger sammeln sich. Okay, wir müssen die aufhalten. Jetzt läuft's so. Doch hier rein. Lass das mal den Papa machen. Du bist jetzt drin, ne? Ich bin drin. Du bist drin. Was da, die wollen uns flankieren, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ich merke das. Entweder ist unter mir jetzt einer oder über mir ist einer. Ich vermute eher über mir. Problem ist nur, die sehen mich halt auch. So, ich mache jetzt mal hoch. Mach mal über unseren Sternenzerstörer. Ich zeige dir mal ein bisschen was. Oh, geil, Tatooine da hinten. Oder? So, was ist Tatooine? Tatooine? Ja. Wüstenplanet? Rechte Flanke, also rechte Seite? Oh, ja, ne? Sieht so aus, ne? Das ist doch Tatooine. Tatooine. Aber wir müssen den Sternenzerstörer müssen wir verteidigen. Diese Punkte, wie es eben auf dem zweiten Teil von Battlefront. So. 10 Kills mit beliebigen Fahrzeug. Tägliche Herausforderung abgeschlossen. Ja, stimmt. Wir müssen die hier aufhalten. Stimmt. Hat ja wieder was mit dem Film zu tun, ne? So. Verteidigt. Ich bleibe jetzt also in der Nähe von unserem Sternzerstörer. Versuchen wir hier die A-Wings ein bisschen abzuhalten. So ganz sehe ich noch nicht durch. Na, wir schießen einfach auf alles, was sich bewegt. Oder? Aber es ist eine gute Schlacht. Gute Schlacht. Definitiv. Definitiv, ich bin da total geflasht. Wird also eine etwas längere Folge heute. Das Gefecht müssen wir auch noch mit reinnehmen. Jo, machen wir. So, ihr kleinen Ratten. Das ist nämlich hier mal Bambule. Die sammeln sich alle, um unseren Stern zu stören, ne? Bin mal so eine Rakete ausgewichen. Ich komme mal langsam wieder rein ins Fliegen. Ja, das Schutzschild. Gibt's nicht. Die X-Wings hier wieder mit ihren Schutzschildern, ne? Wow, Rakete im Anflug! Oh, wow. Holla die Waldfee. Hast du natürlich aber auch auf der Seite absturzzock.de gekennzeichnet, ne? Dass wir wieder ins Gefecht einsteigen hier. Bei Battlefront. So, der müsste doch aber eigentlich down sein, der Kamerad hier. Bin die sich immer selber hoch, ja. Ja, das ist nervig. Ja, nicht gekillt werden, weißt du? Lass meine Freundin in Ruhe. Wir haben das Brot gebrochen.
So, an dem bleibe ich dran. Ich bin jetzt mal kurz konzentriert. Ja, er hat natürlich wieder seinen Radarstörer an. So. Ach, du hast ihn geholt. Halt dann noch das Gefecht mit auf und rein. Schnell das mal. Na klar. Wird eine schöne epische Folge. Epic Fail. Alter. Der Millennium Falcon ist hier. Wurde zerstört. Alter. Hör auf meine Freunde zu schießen. Bin auch gerne auf der Seite des Bösen. Weißt du? Weil die Guten gewinnen ja eh immer. Ansichtssache. Die Bösen denken, sie tun Gutes. Richtig. Ach, ich wurde erwischt. Schade. Bin eigentlich ausgewichen, aber ich hätte der Richtung ändern sollen. So, ich zeige jetzt noch mal hier. Oh ja, oh, da draußen war TIE Fighter. Wir müssen die versuchen, dass die nicht unsere Sternenzerstörer zerstören. Woran macht denk das ich mal. Ich denke mal oben. Der Leiste. So, mein Freund. Alter, die sind aber auch nervig, ey. Ah, aber ich merke hier, wenn du A-Wing hast, bist du klar im Vorteil. Du hast hier Radarstörer und kannst Tempo-Boost nehmen. Ne? Also, ja, und X-Wing hat Schutzschild. Also mit dem Imperium bist du ein bisschen unterfordert bzw. überfordert mit den Gegnern. Meine Meinung. Die haben gut Lasern auf Imperium. Dass die sich immer selber umbringen müssen. Aber ich sehe das eigentlich nicht so. Ich denke eigentlich die ganze Zeit, wir haben den gut verteidigt hier, den Sternzerstörer. Ich weiß nicht. So, ich mache mal wieder hoch. Und schau mal, wo hier oben die Party abgeht. Da geht's ab. Hui! Ich muss mal ein bisschen ausweichen hier. Jetzt muss man meine. Wenn euch jetzt schlecht wird auf YouTube. Ich zeige nur meine Flugskills. Hier, das ist schon wieder dieses mistige Schutzschild von dem. So. Aha, Millennium Falcon. Inu Bagger Todesstern. Zack! Zurzeit ja wieder so. Die Reihe auf dem Sender mit der 7. Ja, ich habe mich jetzt auch mal selber umgebracht, wenn mich jemand anders bringt. Macht eigentlich Spaß. So, nee, ehrlich gesagt, ich wusste nicht mehr wohin. Und dann kommen, ja, der Stern so, hey Uwe, hier, ich bin dein Wingman, ich bin links neben dir. Komm, jetzt holen wir sie uns. Oh, war's schon. Ich gewonnen. Kampfstation, die Rettung, es geht weiter. Weiter geht's! Nehme ich mal kurz einen Schluck Koffeinhaltiges. Jetzt landen wir. Jetzt geht's weiter. Das ist ja krass. Holla de Wood Ferry. Holla de Wood Ferry. Ich habe so ein gelbes Rädchen, was ich dreht hier. Ja, geht drinnen weiter. Ja, ich auch. Aber was sind wir jetzt? Rebellion oder Imperium? Eigentlich müsste das Imperium weiter sein, ne? Weiter verteidigen. Ja. So. Okay. Alles klar. Ich mach Partnerstart, ne? Ich komme bei dir raus. Nicht verfügbar, okay? Jetzt. Ja, wir sind. Alles klar. Jetzt müssen wir sie natürlich aufhalten, ne? Die Astromex verteidigen. Bewachen. Okay, Ding. Das erinnert mich alles sehr an Star Wars Battlefront 2. Ja. Boah. Okay, ich hab einen Magnetschuss drin, scheiße, also hier Ionenschuss drin. Das ist doch geil, dass das mal gebracht haben hier. Was habe ich denn für Waffe hier ausgewählt? Ja. So, komm her. So. Jetzt ist hier Schluss mit Luftfisch. Ich reiß mich hier mal los. Dann hole ich die mal alle weg. Okay, also müssen die verschiedenen Eingänge bewachen, Uwe. Ich bin hier nördliche Flanke.
Wo auch immer das ist. Links. Also ich bin links. Linke Seite. Wir rücken vor. Ich würde mal gern so einen neuen Helden zeigen, aber ich glaube, an die Heldensymbole kommst du so schnell nicht ran, ne? Vielleicht ein Gefecht einfach. Ja. Okay, hey, ich bin hier in der Müllpresse. Wer es aus dem Film kennt? Müllpresse! Mit dem Mac-Primeller. Ja. Verteidige den Ruin. Ja, das machen wir das. Wir dürfen nur nicht zu weit vorrücken, ne? Boah, oh oh. Kennst du die Szene, als Han Solo durch den Todesstern rennt und vor diesem lauter Sturm... Ja, Chewbacca! Chewbacca ist hier! Wo komme ich mir gerade vor? Ja, ne? Aber Uwe, pass auf, die haben einen Chewbacca, ne? Mhm. Chewie. Wir müssen ihn wegmachen. So, na kommt her. Von links kommen sie auch, wir müssen links, ist der Astromech. Ich muss doch das Geschütz eigentlich mal zerstört haben hier drüben. Nee. Na komm, mach auf. Oh, hier folgt der Chewie. Alles klar. Der hat mich. Der hat sich auf mich drauf gestürzt. Ja? Ich bin mit begraben. Ey, schulden mir, ich hab'n! Über. Haben wir auch neue Helden? Ja. Wahrscheinlich, ja. Es gibt. Boah, ich bin auch fast down, ne? Du musst dann mal schauen, es gibt auch neue Auswahlen, seinen Soldat auszuwählen. Das ist nicht mehr so wie vorher. Ja? Du musst dann gleich mal reinschauen, müssen wir mal zeigen. Eben unterschiedlich wählen und so. Aber es geht dann erst am 9. der 9. Runde. Oh Gott, ist hier Action, Uwe. So, oh Gott, ich muss mich kurz zurückziehen. So, hier sind wir wieder drin. Ich bleib aber hier. Ich bleib beim Astromech. So, Geschütz zerstört. Die rücken ganz schön vor, ey. Ist fast wie bei Russian Battlefield. Wie sieht's bei dir drüben aus? Du bleibst rechts, ne? Ah, ganz schön Bredouille hier. Bams! Kleinen Ratten, ey. Oh Gott, von links, Uwe, von links. Links, 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 kommt er. Was? Okay. Linker Flügel. Hab dich gerecht. Sehr gut, weil du es kannst. Weil du es halt kannst, ne? Also richtig, so. Kommen wir hier nicht zu fahren. Ne, rechte Seite jetzt wieder, ne? Jetzt alle wieder über links kommen hier. Da denk, was ist das? Ich bleib jetzt mal hier. Okay, hier ist eine Giftgasgranate, alles klar. Boah, hier drüben fliegen nur Granaten. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Wir haben hier einen Kopfgeldjäger. Wie heißt denn der? Diese Echse, diese gelbliche Echse. Ach ja, ich weiß, wen du meinst. Das Helden. Das Helden. Ist der gut? Geht er ab? Kommt einer? Helden. Komm allerhand. Zack. Ja. Mit dem Thermal-Imploder wollten sie hier rein. Du, schnell, wir müssen da wieder hin. Wir haben das Signal gestört. Wow! Ihr Ratten! Fuck. Oh, schön Assist noch gekriegt. Allerhand Neuerungen, wir haben sie nämlich gerade das Radarsignal gestört hier. Ich kann nichts mehr sehen auf dem Mini-Ratte.
Alles klar. Dann einfach weiter ballern. Alles neu macht der Todesstern. September. Ja. Na, so schön. So, bin bei dir, ne? Okay, deck dort ab. Ich mach hier. Soll ich hier links abdecken? Am besten, ich gehe ein bisschen zentral. Dann komm ich mal rechts hin. So. Ach, hier ist die Echse. Hier ist er. Der Held. Wie heißt denn der? Okay. So, hier sollen sie mal reinkommen. Das Giftgas. Und noch ungefähr 4 Minuten. Ey! Oh, da sitzt schon wieder einer mit so einer übertriebenen Waffe drin. Wir müssen hier beschützen. Linke Seite. Ich will mich rächen an dem kleinen Vogel. Oh, Alter. Das so. Hier. So. Ich hab mal ein Geschütz aufgestellt, ne? Links? So, ja, mein Radar ist gestört. Ich sehe es jetzt auch. Unten links, Karte. Allerhand neue Sachen hier. Boah, alter Schwede. Ist mir gerade was umgefallen? Mann. Alter! Uwe, du bist immer noch rechts, ne? Ich bin jetzt down. Bist down, okay. Also kommst von rechts. Werf eine Granate hin. Jetzt knapp. Ich hab grad keine. Okay, komme. Aber jetzt haben uns mal bitte Bambule gemacht. Haben sie aufgeräumt? Schön, wir müssen es nicht mehr lange machen, ne? Knapp 10 Minuten. Bin da. Alter, was für ein kleines Arschloch. Ich hab, glaube ich, den Druiden. Ne, den habe ich nicht zerstört gehabt. Bin bei dir, Uwe? Oh, mein Lieblings-Ablenkungs. Da, Alter. Eine Feige. Also. Ne, ich sag nichts. Also, schön in der Ecke verstecken ist gut, wenn man angreifen muss. Ich sag jetzt, mach keine Beleidigung. So, jeder soll ja so spielen, wie er es für richtig hält. Da! Was ist los hier? Mit einem Energiepunkt habe ich gerade eben noch gewonnen. Jawohl. So. Haben's gleich. Boah. Andere Seite. Ja. Ich werde vom Giftgas hier getötet. Mann. So, bin wieder da. 6 Sekunden. Jawohl, es ist. Ey! Sehr geil. Läuft über. Es läuft. Schießen uns langsam wieder hoch. Ne? 14. Fand ich cool. So haben wir es eigentlich gezeigt, ne? Todesstern-Update. Na, Gefecht würde noch fehlen. Es gibt ja noch neue. Wahrscheinlich noch neue, wie sagt man?
diese Icons da, die du austauschen kannst. Ha? Und mit der neuen Soldatenauswahl, das sollst du vielleicht auch nochmal gucken. Also wenn du einfach nur deinen Soldaten wechseln willst, dann ist da... kannst du deinen Helm ändern und die Rüstung, müsste man selber jetzt schauen. Also, no? Ich habe noch nicht durchgestiegen. Schauen wir mal rein. Du bist ja noch live auf Twitch, ne? Nee, ich musste leider abbrechen wegen zu viel. Das Wiederkampfstation. Schade. Was zu sehr gehackt hat. Alles klar. Na gut, bedanken wir uns bei euch fürs Einschalten. Ich zeige euch nochmal kurz die neue aussehensoptische Anpassung hier. Man kann jetzt hier mal durchswitchen. Ne? Gesichter. Es gibt einen Store, da kann man auch Gesichter kaufen scheinbar. Ah, das ist ja cool. Langer Bob. Cool. So. Ja, stimmt, hier. Hier sieht man das Ganze nochmal. Oh, ach, naja. Ein Raumkampfanzug. Neue Posen. Coole Sache. Also jede Menge. Sozusagen. Also wie gesagt, wenn ihr Battlefront habt, schaut doch einfach mal rein. Wenn ihr es noch nicht habt, ihr könnt es empfehlen, Uwe, oder? Kommt immer wieder neue Sachen dazu. Na, mittlerweile ist es schon gut, ja, geworden. Ja. Anfang war es noch ein bisschen, ne? Ha. Aber jetzt ist eigentlich richtig gut. Alles klar. Also, wie gesagt, reingehauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und Uwe und ich, wir schauen uns das Ganze jetzt noch ein bisschen an. Und vielleicht schießen wir noch eine Folge hinterher, ne? Neues Gefecht oder so. Genau. Also, reingehauen fürs Erste. Tschö mit Ü, ciao mit V. Stay in attack formation.